Peitsche knallt, weil die Spitze die Schallmauer durchbricht. Ich hole mit meinem Arm zu einem Schlag aus. Da die Peitsche einen dicken, unbeweglichen Griff hat, vergrößert sie den Hebel meiner Hand. Jetzt ziehe ich die Peitsche nach vorne und erzeuge durch den Hebel und eine leichte Bewegung mit dem Handgelenk eine bereits hohe Ausgangsgeschwindigkeit in der Peitschenschnur. In dem Moment, in dem ich mein Handgelenk stoppe, bildet die Peitsche eine Schlaufe in Form eines liegenden U. Jetzt läuft das U mit wachsender Geschwindigkeit auf das Schnurende zu. Nachdem es 40 cm gelaufen ist, ist die Peitschenspitze schon so schnell wie ein Pferd im Galopp. Nach 80 cm hat die Spitze schon die Geschwindigkeit eines gerade abgeschossenen Pfeils. Nach 120 cm ist sie so schnell wie ein frühes Propellerflugzeug. 40 cm danach wie eine Gewehrkugel, die mit einer Geschwindigkeit von 250 Metern pro Sekunde fliegt. Aber die Peitsche wird noch schneller. In dem Moment, in dem sich das U öffnet, wird die Spitze so schnell, dass sie kurzzeitig die Geschwindigkeit einer Concorde erreicht. Zu dem eben erklärten Vorgang vom Stillstand des Handgelenks bis zum Knall benötigt die Peitsche weniger als eine Sekunde.